Weiter mit der Vorlesung. Ja, dann vielen Dank, dass Sie die Evaluation durchgeführt haben. Ja, heute machen wir ein bisschen früher Schluss, eine Viertelstunde früher, weil um 9:45 Uhr ich die Vorstellung des Schwerpunkts hier in diesem Hörsaal durchführe. Sie können natürlich auch gerne bleiben. Also heute eine Viertelstunde früher Schluss. Ja, wir haben in der letzten Woche begonnen, uns mit dem Handelskauf zu beschäftigen, mit den Paragraphen 373 folgende HGB. Auch für Kaufleute gelten im Grundsatz Artikel 2 Absatz 1 EGHGB die Vorschriften des BGB über den Kauf. Es treten aber zum Teil ergänzend, zum Teil modifizierend die Sondervorschriften der 373 folgende hinzu, deren Anwendungsbereich bezieht sich in erster Linie auf Kaufverträge. Hinzu kommen aber auch nach § 381 Absatz 2 Werklieferungsverträge, darüber hinaus auch nach § 480 BGB Tauschverträge. Die werden ja den Kaufverträgen gleichgestellt, beziehungsweise die kaufrechtlichen Vorschriften sind entsprechend anwendbar auf Tauschverträge. Verträge anderer Art, Mietverträge, Leasingverträge und so weiter werden dagegen nicht erfasst, auch nicht reine Werkverträge, sondern über den 381 Absatz 2 nur Werklieferungsverträge und darüber hinaus aber nur Verträge, Kaufverträge und gleichgestellte Verträge über Waren, das heißt also bewegliche Sachen und auch solche unkörperlichen Sachen, die nach der Verkehrsanschauung wie Waren gehandelt werden. Das sind beispielsweise Elektrizität oder auch Fernwärme, auf andere unkörperliche Gegenstände und auch auf unbewegliche Sachen, also Grundstücke, sind die 373 folgende nicht anwendbar, über den 381 Absatz 1, aber auch auf Wertpapier. Ja, die 373 folgende setzen voraus, dass wir zumindest ein einseitiges Handelsgeschäft haben bei dem betreffenden Kaufvertrag oder gleichgestellten Vertrag. Bei den 377, 379 brauchen wir darüber hinaus ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Das heißt also, es muss immer dann geprüft werden, ob der betreffende Kaufvertrag auf der einen Seite oder auf der Seite beider Parteien, dort, wo ein beiderseitiges Handelsgeschäft verlangt wird, ein Handelsgeschäft ist. Die Partei muss also jeweils Kaufmann sein und der Vertrag muss zu ihrem Unternehmen gehören und nicht in privaten Angelegenheiten abgeschlossen sein. Ja, dann haben wir zunächst einmal die Vorschriften der 373, 374, die den Annahmeverzug des Käufers betreffen. 374 stellt zunächst einmal klar, dass auch für einen Käufer, der oder für Parteien, die Kaufleute sind, zunächst einmal die Vorschriften des BGB über den Annahmeverzug gelten. Das heißt also, die Voraussetzungen und Rechtsfolgen richten sich nach den 293 folgende BGB und darüber hinaus auch den 372 folgende BGB. Dort ist die Hinterlegung, dort ist der Selbsthilfeverkauf geregelt. Das müssten Sie alle schon bei mir in der Vorlesung Schuldrecht AT gehört haben. Und ja, nach den allgemeinen Vorschriften des BGB richten sich zunächst einmal die Voraussetzungen des Annahmeverzugs. Das heißt also, die Leistung wird vom Gläubiger, obwohl sie ihm ordnungsgemäß tatsächlich oder zumindest wörtlich angeboten wird, nicht entgegengenommen. Und das setzt also voraus, zunächst einmal ein entsprechendes Leistungsangebot seitens des Schuldners. Die Leistung muss ordnungsgemäß angeboten werden, das heißt zur rechten Zeit, am rechten Ort, in der rechten Art und Weise. Und wenn der Gläubiger dann den Gegenstand nicht entgegennimmt, dann gerät er in Annahmeverzug. Das alles richtet sich auch unter Kaufleuten nach den 293 folgende. Ebenfalls aus den 293 folgenden ergeben sich einzelne Rechtsfolgen, auch im Verhältnis von Kaufleuten. Also beispielsweise greift im Falle des Annahmeverzugs die Vorschrift des Paragraphen 300 BGB ein, dass wir also zum einen
eine Haftungsmilderung zugunsten des Schuldners auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haben. Das gilt nach 347 Absatz 2 auch für Kaufleute, wenn Annahmeverzug eingetreten ist. Und es kommt dann gegebenenfalls zu einer Konkretisierung nach § 300 Absatz 2 und beispielsweise auch der § 304 über den Ersatz von Mehraufwendungen findet über den 2 oder wie der 374 HGB klarstellt, auch bei einem Kaufvertrag unter Kaufleuten anwenden. Ebenfalls anwendbar sind die § 372 folgende HGB über die Hinterlegung und den Selbsthilfeverkauf. Aber da tritt dann, wie wir gleich sehen werden, noch treten besondere Rechte hinzu, die zum Teil über die 372 folgende hinausgehen. Also 372 BGB sagt, Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten, das sind die hinterlegungsfähigen Sachen, kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Ja, welche Folge hat diese Hinterlegung? Also die zuständige Stelle, die Hinterlegungsstelle ist das Amtsgericht. Das ergibt sich aus § 374 BGB in Verbindung mit der Hinterlegungsordnung oder Hinterlegungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes. Danach sind die Amtsgerichte zuständig als Hinterlegungsstelle. Und wenn von diesem Hinterlegungsrecht Gebrauch gemacht wird, dann hat der Schuldner grundsätzlich das Recht, die hinterlegte Sache zurückzunehmen, 376, aber die Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn er gegenüber der Hinterlegungsstelle auf dieses Rücknahmerecht verzichtet. Und wenn ein solcher Verzicht erklärt worden ist, dann sagt der 378, dann hat die Hinterlegung schuldbefreiende Wirkung, dann steht die Hinterlegung also der Erfüllung gleich, 378 BGB. Das gilt also für hinterlegungsfähige Sachen. Das sind Geld, Wertpapiere, sonstige Urkunden und Kostbarkeiten, also sozusagen kleinere, handlichere Sachen. Bei nicht hinterlegungsfähigen Sachen, da besteht ein Recht zum Selbsthilfeverkauf, § 383 BGB. Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung nicht geeignet, so kann der Schuldner sie im Falle des Verzugs des Gläubigers versteigern lassen und den Erlös hinterlegen, mit der Folge, dass dann nach Maßgabe des 378 wiederum Erfüllungswirkung eintritt. Das also die allgemeinen Regeln des BGB. Was sagt nun das HGB? Welche zusätzlichen Rechte räumt das HGB im Falle eines Handelskaufs ein? Und für 373 reicht ein einseitiger Handelskauf aus. § 373 HGB sagt Folgendes. Na, jetzt habe ich es. Ist der Käufer mit der Annahme der Ware im Verzug, also im Gläubigerverzug, so kann der Verkäufer die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise hinterlegen. Ja, hier haben wir also ein erweitertes Hinterlegungsrecht. Das gilt nicht nur bei hinterlegungsfähigen Sachen, sondern bei Waren aller Art. Und darüber hinaus muss nicht hinterlegt werden bei einer öffentlichen Stelle, dem Amtsgericht als Hinterlegungsstelle, sondern es kann auch ein öffentliches Lagerhaus sein. Das ist eines, das im Grundsatz für die Allgemeinheit zugänglich ist oder sonst in sicherer Weise. Das heißt also eine Erweiterung zum einen, was die Ware anbelangt. Die muss nicht notwendig, also das Hinterlegungsrecht ist nicht beschränkt auf hinterlegungsfähige Sachen im Sinne des 372 BGB, sondern auch bei nicht hinterlegungsfähigen Sachen im Sinne des 372 BGB kann diese Hinterlegung erfolgen und eben nicht zwingend bei einem Amtsgericht als öffentliche Hinterlegungsstelle, sondern auch bei anderen Hinterlegungsstellen. Dann 373 Absatz 2. Er ist ferner befugt, nach vorgängiger Androhung die Ware öffentlich versteigern zu lassen oder, wenn die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, freihändig versteigern zu lassen. Also nach Androhung kann eine Versteigerung durchgeführt werden, wiederum bei Waren aller Art, nicht nur bei nicht hinterlegungsfähigen
Gegenständen wie nach 73 BGB, also auch insoweit eine Erweiterung dieses Versteigerungsrechts. Dieser Selbsthilfeverkauf erfolgt dann für Rechnung des säumigen Käufers. Daraus folgt, dass der Verkäufer beim Selbsthilfeverkauf der Ware im Falle des Annahmeverzugs des Käufers als Beauftragter des Käufers tätig ist und dementsprechend ist er nach den auftragsrechtlichen Vorschriften, das wäre also in diesem Fall § 667 BGB, zur Herausgabe des Versteigerungserlöses verpflichtet und mit diesem gegen diese Pflicht kann er dann mit dem Kaufpreisanspruch aufrechnen, ja, und sich so letztlich wegen seines Kaufpreisanspruchs befriedigen, dass also die Konsequenz des Selbsthilfeverkaufs, also der Verkäufer setzt sich durch den Selbsthilfeverkauf diesem Herausgabeanspruch aus 667 BGB des Käufers aus, kann aber dann mit seinem Kaufpreisanspruch aufrechnen und sich so im Ergebnis wegen seines Kaufpreisanspruchs befriedigen. Ein Hinweis noch, anders als die Hinterlegung nach BGB, nach 372 folgende BGB, hat die Hinterlegung nach HGB, nach 373 HGB keine Erfüllungswirkung, auch dann nicht, wenn auf dieses Rücknahmerecht verzichtet wird. Das heißt also, hier tritt Erfüllungswirkung letztlich nur dadurch ein, dass ein Selbsthilfeverkauf erfolgt, nach Androhung und dann eben die Aufrechnung mit dem Kaufpreisanspruch erklärt wird. Ja, also da ist die Erfüllungswirkung sozusagen, tritt hier später ein, nicht schon mit der Hinterlegung, sondern erst nach erfolgtem Selbsthilfeverkauf und mit der Erklärung der Aufrechnung. Ja, dann noch einige Ordnungsvorschriften. Im Fall der öffentlichen Versteigerung muss der Verkäufer den Käufer von Zeit und Ort benachrichtigen. Beide dürfen auch bei dieser Versteigerung mitbieten. Die Benachrichtigungen dürfen nur unterbleiben, wenn sie untunlich sind. Das einige Ordnungsvorschriften, das also zu den Sonderregelungen für den Annahmeverzug des Käufers nach 373 HGB. Und wichtig also, dass der Selbsthilfeverkauf nicht auf hinterlegungsunfähige Sachen wie nach BGB beschränkt ist, sondern für Waren aller Art möglich ist, dass also als sozusagen Erweiterung der Rechte des Verkäufers im Falle des Annahmeverzugs des Käufers bei einem Handelskauf. Ja, dann haben wir als weitere Regelung über den Handelskauf noch den Paragraphen 375 über den sogenannten Spezifikationskauf. 375 sagt, ist bei dem Kauf einer beweglichen Sache dem Käufer die nähere Bestimmung über Form, Maß oder ähnliche Verhältnisse vorbehalten, so ist der Käufer verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu treffen. Verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu treffen. Das heißt, wir haben hier eine echte Rechtspflicht des Käufers, diese Bestimmung vorzunehmen. Und dementsprechend kann der Käufer mit dieser Bestimmung auch in Schuldnerverzug geraten. Also es kann in diesem Fall nicht nur Annahmeverzug, sondern Schuldnerverzug des Käufers eintreten, wenn er diese Bestimmung nicht vornimmt. Und damit kann er sich auch einem Anspruch auf Ersatz des Verzögerungsschadens aussetzen, dass also die Anordnung des 375 Absatz 1, diese Bestimmung ist Gegenstand einer echten Rechtspflicht des Verkäufers. Diese Bestimmung muss sich beziehen auf Form, Maß oder ähnliche Verhältnisse. Ähnliche Verhältnisse, darunter versteht man jene, die unmittelbar in der Beschaffenheit der Sache wurzeln, genauso wie Form und Maß. Und in dem Sinne also der Sache unmittelbar innewohnen. Das kann zum Beispiel zutreffen auf die Farbe, die Art der Herstellung, das Material der Herstellung und so weiter. Das wären also ähnliche Verhältnisse, letztlich alles, was unmittelbar in der Beschaffenheit, der physischen Beschaffenheit der Sache wurzelt und in diesem Sinne innewohnt. Das können ähnliche Verhältnisse sein. Und wenn diesbezüglich ein Bestimmungsrecht des Käufers vorgesehen ist, er soll also mitteilen, welche Maße zum Beispiel die bestellten Bretter haben sollen oder welche Form bestimmte technische Produkte haben sollen oder Farbe, Material und so weiter. Wenn also ein solches Bestimmungsrecht eingeräumt ist, dann ist dieses Gegenstand einer echten Rechtspflicht des Käufers und dieser kann mit der Bestimmung in Schuldnerverzug geraten.
Dann sagt der 375 Absatz 2, ist der Käufer mit der Erfüllung dieser Verpflichtung im Verzug, so kann der Verkäufer die Bestimmung statt des Käufers vornehmen. Dann haben wir also ein Ersatzbestimmungsrecht des Verkäufers. Oder aber alternativ kann der Verkäufer nach den 280-81 BGB Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder nach § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten. Ja, diese Möglichkeiten hat also der Verkäufer im Falle des Verzugs des Käufers. Voraussetzung ist aber Schuldnerverzug des Käufers mit der Vornahme der Bestimmung. Abweichend also von den 280-81 und 323 in ihrem unmittelbaren Anwendungsbereich brauchen wir hier für das Eingreifen dieser Rechte einen Verzug und damit auch ein Verschulden des Schuldners, des Käufers bezüglich der Vornahme dieser Bestimmung. Das ist also eine strengere Handhabung der 280-81. Normalerweise brauchen wir dafür ja keinen Schuldnerverzug und für 323 auch nicht. Aber wenn diese Vorschriften eben über den 375-2 zur Anwendung kommen, da ist Schuldnerverzug bezüglich der Vornahme der Bestimmung erforderlich. Im ersteren Fall hat der Verkäufer die von ihm getroffene Bestimmung dem Käufer mitzuteilen und ihm zugleich eine angemessene Frist zur Vornahme einer anderweitigen Bestimmung zu setzen. Wird eine solche innerhalb der Frist vom Käufer nicht vorgenommen, so ist die von dem Verkäufer getroffene Bestimmung maßgebend. Das also im Fall, dass der Verkäufer von seinem Ersatzbestimmungsrecht Gebrauch macht, das muss er dem Käufer mitteilen und der Käufer hat dann die Möglichkeit, innerhalb der angemessenen Frist, die ihm vom Verkäufer gesetzt wird, diese Bestimmung, die der Verkäufer jetzt ersatzweise vorgenommen hat, doch noch durch die eigene Bestimmung zu ersetzen. Geschieht dies nicht, dann ist die Bestimmung des Verkäufers maßgeblich. Ja, das also die besonderen Rechte des Verkäufers im Falle eines Spezifikationskaufs, also Gegenstand einer echten Rechtspflicht des Käufers und es besteht ein Ersatzbestimmungsrecht des Verkäufers. Ja, dann haben wir in § 376 eine Regelung über den sogenannten Fixhandelskauf. § 376 Absatz 1 ist bedungen, dass die Leistung des einen Teils genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll. So kann der andere Teil, wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder nicht innerhalb der bestimmten Frist erfolgt, von dem Vertrag zurücktreten oder, falls der Schuldner im Verzug ist, statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Ja, nach der heutigen Terminologie des BGB ist das Schadensersatz statt der Leistung, das ist aber synonym zu verstehen. Erfüllung kann er nur beanspruchen, wenn er sofort nach dem Ablauf der Zeit oder der Frist dem Gegner anzeigt, dass er auf Erfüllung besteht. Das gilt also für den sogenannten Fixhandelskauf, ein Kaufvertrag, bei dem die Leistung, die Lieferung der Ware, genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll. Das heißt also, es reicht nicht aus, dass überhaupt ein Leistungszeitpunkt vereinbart ist, sondern darüber hinausgehend müssen die Parteien sich einig sein, dass der Vertrag mit der Einhaltung dieser Leistungszeit stehen und fallen soll, dass dieser Leistungszeit also eine ganz wesentliche Bedeutung für den Vertrag zukommen soll. Nur dann haben wir einen sogenannten Fixhandelskauf, also ganz ähnlich wie bei § 323 Absatz 2 BGB bei der Frage der Entbehrlichkeit einer Fristsetzung. Da reicht es ja auch nicht aus, dass nur eine Leistungszeit vereinbart worden ist, sondern es muss eben aus der Vereinbarung der Parteien, aus den Umständen hervorgehen, dass diese Leistungszeit, deren Einhaltung so wesentlich ist, dass der Vertrag mit ihrer Einhaltung stehen und fallen soll. Auf der anderen Seite ist 376, der Fixhandelskauf abzugrenzen vom absoluten Fixgeschäft. Beim absoluten Fixgeschäft, das kennen Sie auch noch aus Schuldrecht AT, da ist die Leistungszeit so wesentlich, dass nach ihrem Verstreichen die Unmöglichkeit eintritt, dass die Leistung also mit dem Verstreichen der Leistungszeit gar nicht mehr erbracht werden kann. Ein Beispiel wäre ein Mietvertrag, der sich auf einen bestimmten Zeitraum bezieht. Sie vermieten eine Lagerhalle für den Monat Juni 2023. Und wenn Sie während des gesamten Monats die Lagerhalle nicht überlassen haben und der Juni somit abgelaufen ist, dann kann wegen Zeitablaufs diese Verpflichtung gar nicht mehr erfüllt werden. Dann ist so eine Möglichkeit wegen Zeitablaufs eingetreten. Das wäre also ein absolutes Fixgeschäft. Oder Sie vereinbaren mit einem Taxiunternehmen, dass er Sie pünktlich für einen bestimmten Flug zum Flughafen bringt.
Wenn der Taxifahrer sich verspätet und Sie den Flug nicht mehr erreichen, dann ist auch wegen Zeitablaufsunmöglichkeit dieser Leistung eingetreten. Das sind die absoluten Fixgeschäfte. Der 376 regelt das relative Fixgeschäft. Also auf der einen Seite Abgrenzung vom absoluten Fixgeschäft. Bei 376 ist die Leistung auch nach Zeitablauf noch möglich. Aber die Leistungszeit ist nicht einfach nur so festgelegt, sondern ihr kommt wesentliche Bedeutung zu. Mit ihrer Einhaltung steht und fällt der Vertrag nach dem Willen der Partei. Wenn wir einen solchen Fixhandelskauf, ein solches relatives Fixgeschäft haben, dann kann Erfüllung von Seiten der betreffenden Partei nur noch verlangt werden, wenn sofort nach dem Ablauf der Zeit oder der Frist dem Gegner angezeigt wird, dass Erfüllung verlangt wird. Sofort, das ist mehr als unverzüglich. Sofort bedeutet tatsächlich, das ist also wörtlich zu verstehen, unmittelbar nach der Nichteinhaltung der Zeit muss diese Mitteilung erfolgen. Mit dieser strengen Regelung, dass ein Erfüllungsanspruch nur noch besteht, wenn eine sofortige Mitteilung erfolgt, soll bei 376 verhindert werden, dass die betreffende Partei zulasten der anderen Partei, die sich also im Verzuge befindet, spekuliert, dass sie also abwartet, wie sich zum Beispiel der Marktpreis oder Börsenpreis weiterentwickelt und dann erst entscheidet, ob er Erfüllung oder Schadenersatz verlangt. Das soll also vermieden werden, Spekulation zulasten der säumigen Partei und dementsprechend also dieses Erfordernis der sofortigen Anzeige, der sofortigen Mitteilung des Erfüllungsverlangens. Anderenfalls kann nicht mehr Erfüllung verlangt werden, sondern dann können nur noch die Sekundärrechte geltend gemacht werden. Und die sind in 376 Absatz 1 spezialgesetzlich angeordnet. Das heißt also, der 376.1 geht den allgemeinen Vorschriften der 280 folgende, 323 folgende vor. Es steht in diesem Fall der betroffenen Partei ein Rücktrittsrecht zu oder aber es kann Schadensersatz statt der Leistung verlangt werden. Letzteres nur bei Verzug. Verzug 286 setzt Verschulden voraus, wohingegen das Rücktrittsrecht auch ohne Verschulden ausgeübt werden kann. Eine wichtige Abweichung von den 280 folgende, von 281 genauer gesagt und von 323 BGB ist, dass Sie für das Rücktrittsrecht und für den Schadenersatz wegen Nichterfüllung, also statt der Leistung, keine Fristsetzung brauchen. Ja, die Fristsetzung ist also entbehrlich. Das folgt allein schon daraus, aus dem Wortlaut natürlich, aber eben auch aus dem Wesen des Fixhandelskaufs, da ist ja die Leistungszeit gerade so wesentlich, dass mit ihrer Einhaltung der Vertrag stehen und fallen soll. Und das führt eben dazu, dass bei Nichteinhaltung der Zeit ohne Fristsetzung zurückgetreten, ohne Fristsetzung Schadenersatz statt der Leistung verlangt werden kann. In 376 Absätze 2 und 3 finden Sie dann noch Regelungen zur Schadensberechnung, speziell für den Fixhandelskauf. 376 Absatz 2 sagt, wird Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt und hat die Ware einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der Unterschied des Kaufpreises und des Börsen- oder Marktpreises zur Zeit und am Ort der geschuldeten Leistung gefordert werden. Und 376 Absatz 3, das Ergebnis eines anderweit vorgenommenen Verkaufs oder Kaufs kann, falls die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, dem Ersatzanspruch nur zugrunde gelegt werden, wenn der Verkauf oder Kauf sofort nach dem Ablauf der bedungenen Leistungszeit oder Frist bewirkt ist. Das also wieder, um Spekulationen zulasten der säumigen Partei zu vermeiden. Und wenn dieser ersatzweise Verkauf oder Kauf nicht in öffentlicher Versteigerung geschieht, muss er durch einen zu solchen Verkäufen oder Käufen öffentlich ermächtigten Handelsmakler oder eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden Preis erfolgen. Ja, das also die Regelung zum Fixhandelskauf. Am wichtigsten eben Erfüllungsanspruch nur bei sofortiger Anzeige des Erfüllungsverlangens und es kann dann eben ohne Fristsetzung zurückgetreten bzw. Schadenersatz statt der Leistung verlangt werden. Ja, dann kommen wir jetzt zur mit Abstand wichtigsten Vorschrift aus den Vorschriften über den Handelskauf. Und überhaupt eine der wichtigsten Vorschriften des HGB, eine der examensrelevantesten Vorschriften des HGB, nämlich die kaufmännische Untersuchungs- und Rügeobliegenheit. Auch in der Praxis eine sehr wichtige Vorschrift. Die anderen Vorschriften des Handelskaufs spielen in der Praxis jetzt keine so zentrale Rolle, wohl aber eben der 377 HGB, das also eine in der Praxis wichtige Vorschrift, eine examensrelevante, klausurrelevante Vorschrift.
die hier bei uns dementsprechend jetzt auch im Mittelpunkt steht bei den Vorschriften über den Handelskauf. Paragraph 377 regelt die kaufmännische Untersuchungs- und Rügeobliegenheit. 377 setzt einen beiderseitigen Handelskauf voraus. 377.1 sagt, ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft. So hat der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Ja, also eine Obliegenheit zur unverzüglichen Untersuchung und Anzeige der Ware. Keine Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Rechtspflicht und Obliegenheit? Komm. Ja, ja, also völlig richtig. Bei einer Rechtspflicht, da resultiert aus ihrer Nichteinhaltung zumindest ein Schadenersatzanspruch, gegebenenfalls sogar ein Erfüllungsanspruch besteht bezüglich einer Rechtspflicht, jedenfalls aber eine Schadenersatzhaftung, wohingegen bei einer Obliegenheit kein Erfüllungsanspruch besteht, keine Schadenersatzhaftung eingreift, aber andere Rechtsnachteile eintreten. Und dieser andere Rechtsnachteil besteht im Fall des 377 darin, dass die Ware als genehmigt gilt, 377 Absatz 2. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Die Ware gilt als genehmigt. Das ist also der Rechtsnachteil, der bei Nichteinhaltung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit eintritt. Das bedeutet, der Mangel gilt als nicht existent. Und das wiederum heißt, dass sämtliche Rechte wegen des Mangels ausgeschlossen sind. Ja, also ein Ausschluss der Mängelrechte des Käufers, das ist die Konsequenz der Nichterfüllung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit, genauer gesagt der Rügeobliegenheit. Letztlich knüpft also dieser Rechtsnachteil nur an auf die Nichteinhaltung der Rüge, der Anzeigeobliegenheit, wohingegen es auf die Einhaltung, Nichteinhaltung der Untersuchungsobliegenheit gar nicht primär ankommt, sondern die Nichteinhaltung der Rüge, der Anzeigeobliegenheit ist oftmals die Folge der Nichteinhaltung der Untersuchungsobliegenheit. Ja? Der Rechtsnachteil also besteht im Ausschluss sämtlicher Rechte wegen des Mangels. Dazu dann gleich noch näher. Also eine Obliegenheit, die Ware gilt als genehmigt. Der Sinn und Zweck des 377 besteht darin, ganz im Einklang mit den allgemeinen Zielsetzungen des Handelsrechts, die Abwicklung des Vertrages zu beschleunigen, eine Beschleunigung der Vertragsabwicklung. Der Verkäufer soll möglichst schnell Gewissheit haben, ob der Käufer noch Gewährleistungsrechte geltend macht oder nicht, damit er gegebenenfalls Vorkehrungen etwa zur Beweissicherung oder zur Vorbereitung einer Nacherfüllung treffen kann. Darüber soll dem Verkäufer schnellstmöglich Gewissheit verschafft werden. Und die Konsequenz ist eben, dass der Käufer, wenn er dieser Anzeigeobliegenheit nicht nachkommt, er seine Rechte verliert und damit eben Klarheit für die Parteien besteht, dass eben jetzt keine Mängelrechte mehr geltend gemacht werden können. Also eine Beschleunigung der Vertragsabwicklung, eine Schaffung von Rechtsklarheit, das ist also die Zielsetzung des 377. Der greift aber, wie gesagt, nur ein, wenn wir einen beiderseitigen Handelskauf haben. Das heißt, wenn nur eine Partei kein Kaufmann ist, dann greift der 377 schon nicht ein. Das ist also die erste Voraussetzung. Es muss ein beiderseitiger Handelskauf vorliegen. Das heißt also, beide Parteien müssen Kaufleute sein im Sinne der Paragraphen 1 folgende. Darunter fallen auch Formkaufleute, auch die Personenhandelsgesellschaften nach Paragraph 6 HGB. Und der Kaufvertrag muss jeweils zum kaufmännischen Unternehmen gehören. Das heißt, darf also kein Privatgeschäft der jeweiligen Partei sein. Diese Voraussetzungen müssen auf beiden Seiten vorliegen. Die ganz herrschende Meinung lehnt eine Ausweitung des 377 auf nicht kaufmännische Unternehmer ab. Das wird vereinzelt im Schrifttum vertreten, natürlich von Carsten Schmidt einmal mehr. Aber die ganz herrschende Meinung der BGH lehnt das ab, zu Recht, denn der Gesetzgeber hatte mehrfach die Gelegenheit, die Vorschriften
auf Nichtkaufleute zu erweitern. Das hat der Gesetzgeber auch bei der großen Handelsrechtsreform von 1998 nicht gemacht. Und das ist eine klare Entscheidung des Gesetzgebers, dass diese Vorschriften eben nicht für nichtkaufmännische Unternehmen gelten sollen. Ja, dann muss es zu einer Ablieferung der Kaufsache gekommen sein. Ablieferung bedeutet, dass der Verkäufer die Sache aus seiner Verfügungsgewalt entlässt, so dass der Käufer die Möglichkeit hat, sie zu untersuchen. Das ist jedenfalls dann, wenn die Kaufsache in den Besitz des Käufers selbst übergegangen ist, der Fall, aber auch bei einem Streckengeschäft. Das heißt also, wenn die Sache zunächst einmal an eine vom Käufer verschiedene Person, aber gewissermaßen in dessen Auftrag handelnde Person übergeben wird, dann haben wir auch diese Verfügungsgewalt des Käufers. Dann muss der Käufer eben die andere dritte Person, das können also sein eigener Abnehmer sein, veranlassen, dass diese Person die Untersuchung durchführt. Ja, also Ablieferung bedeutet Entlassen aus der Verfügungsgewalt des Verkäufers und Verbringen in die Verfügungsgewalt des Käufers in einer Weise, dass dieser die Möglichkeit der Untersuchung hat. Ja, dann muss vorliegen ein Mangel der Kaufsache. Darunter fallen jedenfalls die Mängel im Sinne des Paragraphen 434 BGB. Und zwar alle dort genannten Mangeltatbestände werden erfasst. Das heißt also, neben dem Sachmangel im eigentlichen Sinne, im Sinne der 434 Absätze 2 und 3, fällt darunter auch die sogenannte Adiot-Lieferung. Das heißt also die Lieferung einer anderen als der vertraglich vereinbarten Sache fällt darunter. Aber es fällt darunter auch die zu wenig Lieferung. Auch das wird also von Paragraph 377 HGB erfasst. Umstritten ist, ob unter 377 HGB auch Rechtsmängel fallen. Das ist vom BGH bislang noch nicht geklärt worden. Und das ist im Schrifttum umstritten. Einige sagen, die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit passt eigentlich doch nur bei Sachmängeln, die ja irgendeine physische Manifestation haben, bei denen man auch tatsächlich eine Untersuchung durchführen und die man bei einer Untersuchung entdecken kann. Bei Rechtsmängeln ist das oft gar nicht möglich. Ein Rechtsmangel kann zum Beispiel im Bestehen eines Pfandrechts an der Sache bestehen. Das kann man in der Tat durch eine Untersuchung schwer feststellen. Es sind aber auch durchaus Rechtsmängel denkbar, die man durch eine physische Untersuchung erkennen kann. Es gibt etwa einen Fall aus der Rechtsprechung des BGH. Da waren T-Shirts bestellt worden, also waren bewegliche Sachen, fällt also im Grundsatz unter 377 HGB, auf die dann der Schriftzug eines Tennisstars, Boris Becker war das im konkreten Fall, den Sie jetzt eher aus anderen Zusammenhängen kennen, aber der hat früher tatsächlich mal Tennis gespielt. Damit sollte das bedruckt sein, aber es bestand eben kein Einverständnis, also keine Zustimmung von Boris Becker mit dem Bedrucken der T-Shirts mit diesem Schriftzug. Und das stellte dann einen Rechtsmangel dar. Ja, die T-Shirts waren physisch so beschaffen, wie sie sein sollten, kein Sachmangel. Aber das Bestehen eines Rechts eines Dritten an diesem Namensschriftzug, das stellte einen Rechtsmangel dar. Und so etwas kann man natürlich auch durch eine körperliche Untersuchung durchaus erkennen. Also insofern ist bei Rechtsmängeln eine Untersuchung, eine Anzeige nicht schlechthin ausgeschlossen. Und der Wortlaut des Paragraphen 377 ist sehr offen, denn hier ist die Rede von Mängeln ganz allgemein und wir haben im Wortlaut des 377 gerade keine Beschränkung auf Sachmängel. Deswegen meine ich, dass auch Rechtsmängel unter 377 fallen. Oftmals sind die aber eben bei einer Untersuchung gar nicht feststellbar und dementsprechend handelt es sich, dazu kommen wir gleich noch, in der Regel um verdeckte Mängel, aber gleichwohl kann man den 377 auch bei Rechtsmängeln zur Anwendung bringen. Der Wortlaut ist eben nicht auf Sachmängel beschränkt, sondern es ist ganz allgemein von Mängeln die Rede. Die überwiegende Auffassung lehnt allerdings die Anwendung auf Rechtsmängel ab. Ja, dann muss hinzukommen für diese Rechtsfolge des Gewährleistungsausschlusses. Ja, also Sie prüfen ja immer rechtsfolgenbezogen. Das heißt, Sie würden in der Fallprüfung, wir machen das gleich noch anhand der nächsten Fälle, Sie steigen dann also ein mit der Frage, sind die Gewährleistungsrechte des Käufers möglicherweise nach 377 Absatz 2 HGB ausgeschlossen? Und dann prüfen Sie eben die nachfolgenden Voraussetzungen. Weitere Voraussetzungen für das Eingreifen dieser Rechtsfolge des Ausschlusses der Mängelrechte ist das Unterlassen
des rechtzeitigen Absendens der Anzeige. Das ergibt sich aus 377 Absatz 4 HGB. Also nochmal zu den Mängeltatbeständen 434. BGB regelt ja die einzelnen Sachmangeltatbestände. Das ist jetzt seit dem 01.01.2022 unterteilt in die subjektiven und die objektiven Anforderungen. Die müssen kumulativ erfüllt sein. Das hat sich also durch die Umsetzung der Warenkaufrichtlinie, die im Prinzip überflüssig war und dementsprechend auch diese Umsetzung, die musste man dann machen, natürlich aus unionsrechtlichen Gründen, aber diese Änderung bringt im Prinzip nichts Neues, außer dass jetzt diese subjektiven und objektiven Anforderungen kumulativ erfüllt sein müssen und das Ganze viel geschwätziger ist als vorher. Also aus der schlanken Regelung des 434 alte Fassung ist jetzt eben diese sehr geschwätzige, viele Redundanzen enthaltende Neuregelung geworden. Weil man eben an die Stelle der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie von 1999 die Warenkaufrichtlinie von 2019 ist sie, glaube ich, gesetzt hat und das musste dann ins deutsche Recht umgesetzt werden. Warum hat man die Warenkaufrichtlinie erlassen? Man wollte also ein bisschen etwas vom gemeinsamen europäischen Kaufrecht retten, das gescheitert war, das wollte keiner haben. Und dann hat man da so ein paar Elemente rausgegriffen und zwei Richtlinien erlassen, Warenkaufrichtlinie und dann noch die digitale Inhalterichtlinie, beide überflüssig. Aber mussten natürlich dann umgesetzt werden ins deutsche Recht. Und jetzt haben wir also diesen geschwätzigen 434 BGB. So, dann haben wir eben diese subjektiven und objektiven Anforderungen. Beides muss erfüllt sein für die Mangelfreiheit. Und wir haben dann eben noch in 434 Absatz 2 Satz 2 die Ergänzung zu der Beschaffenheit gehören auch Art, Menge, Qualität und so weiter. Also auch die Menge gehört dazu. Daraus ergibt sich, dass auch die zu wenig Lieferung einen Sachmangel begründet. Und dann haben wir jetzt in dem 434 Absatz 5 die Bestimmung, einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache als die vertraglich geschuldete liefert, die Aliud-Lieferung, das wird also auch alles erfasst. Ja? Rechtsmangel, wie gesagt, umstritten, 435 BGB, die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Sache keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Rechtsmangel, also Bestehen eines Rechts eines Dritten an der Sache, da ist es umstritten, ob der 377 eingreift. So, dann also zurück zum 377 HGB. Die weitere Voraussetzung ist hier also, dass diese Untersuchungs- und Rügeobliegenheit, genauer gesagt die Rügeobliegenheit, nicht erfüllt worden ist. Denn der Ausschluss der Gewährleistungsrechte, der Ausschluss der Mängelrechte knüpft nicht an die Verletzung der Untersuchungsobliegenheit, sondern an die Verletzung der Rügeobliegenheit, der Anzeigeobliegenheit an. Das heißt also, wenn die Untersuchung nicht vorgenommen wird, ist das für sich genommen folgenlos. Aber in der Regel, wenn man die Untersuchung nicht vornimmt und dabei einen Mangel hätte entdecken können, dann verletzt man seine Anzeigeobliegenheit. Und das hat aber Rechtsfolgen. Wenn die rechtzeitige Anzeige unterlassen wird, dann tritt dadurch eben der Verlust der Gewährleistungsrechte ein. Unterlassen also der rechtzeitigen Anzeige und 377 Absatz 4 stellt klar, zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Das bedeutet, ausreichend ist, wenn die Anzeige unverzüglich auf den Weg gebracht wird. Das Verspätungsrisiko geht also zulasten des Verkäufers. Aber die Anzeige muss irgendwann einmal zugehen dem Verkäufer. Das heißt also, das Verlustrisiko, das trägt der Käufer. Ja, das ist also die Verteilung der Risiken. Die Anzeige muss vom Käufer abgesandt werden. Das Verspätungsrisiko trägt nach 377 Absatz 4 der Verkäufer. Aber die Anzeige muss irgendwann einmal zugehen. Ja, 130 Absatz 1 Satz 1 analog. Das kann man als geschäftsähnliche Handlung ansehen. Deswegen also Voraussetzung für die Wirksamkeit der Zugang, so jedenfalls die ganz herrschende Meinung, und dementsprechend trägt der Käufer weiterhin das Verlustrisiko. Wenn die Anzeige auf dem Weg zum Verkäufer verloren geht, gar nicht ankommt, gar nicht zugeht, dann haben wir keine wirksame Anzeige. Ja, wann muss die Anzeige abgesandt werden? Unverzüglich, aber da ist zu unterscheiden. § 377 Absatz 1 verpflichtet ja zur Untersuchung, zur ordnungsgemäßen Untersuchung nach der Ablieferung. Und wenn dabei ein Mangel objektiv erkennbar war,
ja, ein sogenannter offener Mangel, dann muss unverzüglich nach Abschluss dieser ordnungsgemäßen Untersuchung die Anzeige erfolgen. Das gilt also für offene Mängel. Offene Mängel sind solche, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung unmittelbar nach der Ablieferung objektiv erkennbar waren. Ob sie subjektiv wirklich erkannt worden sind, spielt keine Rolle. Entscheidend die objektive Erkennbarkeit für einen sorgfältigen Käufer und sorgfältig, da gilt der Sorgfaltsmaßstab des 347 HGB, das heißt also ein verschärfter Sorgfaltsmaßstab für Kaufleute. Und wenn bei einer solchen ordnungsgemäßen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns durchgeführten Untersuchung der Mangel erkennbar war, ist er ein offener Mangel und der muss unverzüglich nach Beendigung dieser ordnungsgemäßen Untersuchung angezeigt werden. Wenn wir es mit einem sogenannten verdeckten Mangel zu tun haben, dann greift 377 Absatz 3 ein. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden. Ja, das sind also Mängel, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung objektiv nicht erkennbar waren. Die müssen angezeigt werden, unverzüglich, nachdem sie entdeckt werden, nachdem sie sich also zeigen, nachdem sie für den Käufer wahrnehmbar geworden sind. Erfolgt diese Anzeige nicht unverzüglich und unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, Paragraph 122 Absatz 2 oder 21 Absatz 2 BGB, ohne schuldhaftes Zögern, diese Legaldefinition gilt auch hier und man muss sich dann ein Verschulden von Erfüllungsgehilfen nach 278 zurechnen lassen. Ja, also wenn die Anzeige nicht unverzüglich abgeschickt worden ist, dann tritt die Rechtsfolge ein, dass sämtliche Rechte verloren gehen. Und das gilt nur dann nicht, Paragraph 377 Absatz 5, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Das ist wieder ein Ausdruck des allgemeinen Rechtsgedankens, dass derjenige, der arglistig handelt, nicht schutzwürdig ist, keinen Schutz der Rechtsordnung verdient. Wenn der Verkäufer also den Mangel arglistig vorsätzlich verschwiegen hat, dann kann er sich nicht auf die Ausschlusswirkung nach 377 Absatz 2 bzw. 3 berufen, sondern dann bleiben die Gewährleistungsrechte bestehen. Den Nachweis allerdings muss für diesen Ausnahmetatbestand der Käufer führen, was natürlich bei diesem subjektiven Element der Arglist des Vorsatzes schwierig ist. Aber wenn dem Käufer der Nachweis gelingt, dann bleiben seine Gewährleistungsrechte trotz Verletzung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit bestehen. Ja, Arglist bedeutet, dass der Verkäufer zumindest mit dem Mangel rechnete und auch damit rechnete, dass dieser dem Käufer nicht auffallen werde. Dem arglistigen Verschweigen wird gleichgestellt das arglistige Vorspiegeln der Mangelfreiheit. Wenn wir also auf Seiten des Verkäufers Arglist haben, dann bleiben die Rechte trotz Verletzung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit bestehen. Anderenfalls sind diese Rechte ausgeschlossen, dass also die Rechtsfolge. Ja, Ablieferung der Ware, wie gesagt, wenn der Verkäufer die Ware aus seiner Verfügungsgewalt so entlassen hat, dass der Käufer diese untersuchen kann. Diese Untersuchung, die nach 377 Absatz 1 vorgenommen werden muss, die muss so erfolgen, wie dies nach einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang tunlich ist. Mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns muss diese Untersuchung durchgeführt werden. Welchen Umfang die Untersuchung hat, das hängt aber von den gesamten Umständen des Einzelfalles ab. Das kann man nicht pauschal sagen, sondern das hängt von der Art der Ware ab. Das hängt auch von der Art des Mangels ab. Wenn wir zum Beispiel Massenware haben, wir haben also gleichartige Stücke aus einer Massenproduktion, dann kann natürlich nicht, also zum Beispiel, es werden mehrere Paletten mit mehreren hundert oder sogar tausend Konserven mit Lebensmitteln geliefert, dann kann natürlich dem Käufer nicht angesonnen werden, jede einzelne Konserve zu überprüfen und gar zu öffnen, sondern er kann sich dann auf repräsentative Stichproben beschränken. Das heißt, er nimmt eine aus der einen Palette, eine aus der anderen Palette, öffnet das, überprüft den Inhalt. Das wäre also ausreichend stichprobenartige repräsentative Stichproben aus einer solchen Lieferung von Massenprodukten. Bei komplizierten Maschinen, da wird man üblicherweise eine längere Untersuchungszeit gewähren müssen und je länger die Untersuchungszeit, desto länger auch die Anzeigefrist. Die Anzeige muss ja bei den offenen Mängeln nur und erst erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Untersuchung erfolgt ist und diese Untersuchung kann auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie eine kompliziertere Maschine beispielsweise haben, dann muss diese für einen längeren Zeitraum auch im Probebetrieb
unterhalten werden. Und erst im Rahmen dieses Probebetriebs ergeben sich ja dann etwaige Fehlfunktionen. Das heißt, da kann diese Anzeige, die Untersuchungsfrist und damit auch die Anzeigefrist sich durchaus auch auf mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate verlängern, je nachdem, wie kompliziert, wie umfangreich, wie groß diese Maschine, diese technische Maschine ist. Ja, dazu gibt es eine sehr umfangreiche, sehr kasuistische Rechtsprechung, was so alles untersucht werden muss. Gelegentlich wird auch verlangt, dass man eine chemische Untersuchung durchführt, wenn es sich um irgendwelche Flüssigkeiten oder Lebensmittel handelt. Bei Lebensmitteln muss man üblicherweise dann auch eine Probe bezüglich Geruch, Geschmack, Aussehen durchführen. Das hängt also, wie gesagt, sehr stark von den gesamten Umständen des Einzelfalles ab. Wenn Textilien geliefert werden, gefärbte Textilien, dann muss man die Farbechtheit prüfen, muss man also so ein bisschen an den Textilien herumreiben, stichprobenartig wiederum, ob also die Farbe beständig dranbleibt. Das ist also, wie gesagt, sehr kasuistisch und hängt von den gesamten Umständen des Einzelfalles ab. Ja. An die Untersuchung muss sich dann gegebenenfalls die Anzeige anschließen. Das heißt also, die Frist für die rechtzeitige Anzeige bei offenen Mängeln beinhaltet auch immer diese Untersuchungsfrist. Und unverzüglich nach dem Ende einer ordnungsgemäßen Untersuchung muss diese Anzeige dann erfolgen. Die Anzeigefrist als solche, die Frist für die Anzeige als solche, die beträgt in der Regel nur wenige Tage. Dazu gleich aber noch näher. Nochmal die Unterscheidung zwischen offenen Mängeln, solche, die objektiv bei einer ordnungsgemäßen, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns durchgeführten Untersuchung erkennbar sind. Die müssen unverzüglich nach der Beendigung einer solchen oder zumindest theoretischen Beendigung einer solchen Untersuchung angezeigt werden. Andernfalls ist die Anzeige verfristet. Verdeckte Mängel, solche, die bei einer sorgfältigen Untersuchung objektiv nicht erkennbar sind, die müssen erst nach ihrer Entdeckung dann aber unverzüglich angezeigt werden. Ja, unverzügliche Anzeige, das bedeutet rechtzeitige Absendung. Und wie gesagt, für die Anzeige als solche wird man in der Regel bei Verfügbarkeit heutzutage von modernen Kommunikationsmitteln nur wenige Tage, bei verderblicher Ware unter Umständen sogar nur wenige Stunden gewähren können. Also in der Regel 1 bis 2 Tage. Mehr hat man für die Anzeige nicht. Aber bei den offenen Mängeln kommt immer noch die Untersuchungszeit hinzu, die bei komplizierteren Maschinen auch mal mehrere Wochen oder sogar Monate betragen kann. Ja, und dann aber für die eigentliche Anzeige hat man in der Regel nur wenige Tage, 1 bis 2 Tage. Bei verderblicher Ware, wie gesagt, kann sich die Frist auf wenige Stunden verkürzen. Heutzutage sind ja moderne Kommunikationsmittel verfügbar, mit der Folge, dass man tatsächlich innerhalb kürzester Zeit eine solche Anzeige auch an den Verkäufer richten kann. Das Verlustrisiko trägt nach 377 Absatz, das Verspätungsrisiko trägt nach 377 Absatz 4 der Verkäufer. Das heißt also, es reicht die rechtzeitige Anzeige aus, solange sie aber nur dem Verkäufer zugeht. Zugang ist also für das Wirksamwerden der Anzeige erforderlich. Wenn die Anzeige zugeht, nur eben verspätet, dann trägt das Verspätungsrisiko der Verkäufer. Für den Käufer reicht die rechtzeitige Absendung, aber es muss die Anzeige zugehen. Ja, davon wird also durch den 377 Absatz 4 nach herrschender Meinung nicht dispensiert. Die Mängelrüge muss so bestimmt, so klar sein, dass der Verkäufer erkennen kann, dass die Ware mangelhaft ist und was die Ursachen sein können. Es muss aber der Käufer selbst nicht die Ursachen genau, technisch genau beschreiben, sondern es reicht aus, wenn er die Mängelsymptome genau beschreibt. Ja, das heißt also, es wird vom Käufer nicht erwartet, dass er sich jetzt in die technischen Finessen dieser Maschine einarbeitet und technisch korrekt genau sagt, was der Mangel ist, sondern es reicht, wenn er die Mängelsymptome beschreibt. Zum Beispiel, wenn vereinbart worden ist, dass die Maschine eine bestimmte Stückzahl pro Stunde produziert und die tatsächliche Stückzahl bleibt dahinter zurück, dann muss er nur das mitteilen, ohne dass er jetzt mitteilen muss, worauf ist das zurückzuführen. Das ist Sache des Verkäufers, das zu untersuchen. Ja, also die wahrgenommenen Mängelsymptome müssen so genau beschrieben werden, dass der Verkäufer etwas damit anfangen kann, dass der Verkäufer reagieren kann, dass er Abhilfe schaffen kann, dass also die inhaltlichen Anforderungen, da gibt es auch eine sehr kasuistische Rechtsprechung,
Die Rechtsprechung hat zum Beispiel gesagt, es reicht nicht aus für eine hinreichend bestimmte Menge Anzeige, wenn der Käufer sagt, derselbe Mist wiedergeliefert oder unbrauchbar. Das reicht nicht aus, sondern es muss schon etwas deutlicher beschrieben werden, was das Problem ist. Ausreichen lassen hat das Reichsgericht aber zum Beispiel bei Konserven mit Apfelmus die Aussage des Käufers, das gelieferte Apfelmus riecht wie Mist und Jauche und schmeckt metallisch und ekelhaft. Das hat also das Reichsgericht ausreichen lassen. Es muss also, wie gesagt, nicht technisch präzise, technisch genau sein, sondern eine ausreichende Beschreibung der Menge Symptome ist ausreichend. Das muss aber dann auch erfolgen. Für die Mängelrüge ist keine besondere Form erforderlich. Sie kann also theoretisch auch mündlich erfolgen. Das ist natürlich aus Nachweisgründen nicht empfehlenswert, sondern man sollte ein Kommunikationsmittel wählen, dessen Absendung und Zugang man im Bedarfsfall auch nachweisen kann. Ein eingeschriebener Brief kann das sein, aber natürlich auch E-Mails, wenn man sich eine Empfangsbestätigung dann geben lässt. Oder auch WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten, Textnachrichten. Also keine Beschränkung der Form. Eine mittelbare Beschränkung ergibt sich daraus, dass wir dieses Unverzüglichkeitserfordernis haben. Die Mängelanzeige muss unverzüglich erfolgen und dem wird man wohl heute nicht mehr genügen, wenn man bei verderblicher Ware einen Brief mit der Post schickt. Da muss man schon mit einer Zustellungszeit von 1, 2, vielleicht sogar mehr Tagen rechnen. Das wird ja auch immer nachlässiger seitens der Post AG, die also klammheimlich in manchen Gebieten die Zustellung an Samstag und Sonntag eingestellt hat oder auch mal längere Wartezeiten hat. Früher war ja quasi eine Garantie, dass man innerhalb eines Tages eine Zustellung hatte. Das ist aber alles Vergangenheit. Also die Zustellung mit der normalen Post, das wird man heutzutage kaum noch wählen können wegen dieses Unverzüglichkeitserfordernisses, sondern man muss dann schnellere Kommunikationsmittel wählen, ein Telefax, soweit man das überhaupt noch hat. Das gibt es eigentlich nur noch bei Rechtsanwälten, das Telefax, weil die gelegentlich dann doch mal was ans Gericht faxen müssen. Oder man wählt eben die E-Mail, man wählt WhatsApp-Nachrichten etc. Also eine Beschränkung der Form gibt es unmittelbar nicht. Mittelbar, wie gesagt, dadurch, dass man unverzüglich die Anzeige absenden muss. Und das schließt es in der Regel aus, dass man die normale Briefpost wählt. Das kommt aber wieder auf die Umstände des Einzelfalls an. Jedenfalls bei verderblicher Ware wird man die normale Briefpost nicht wählen können oder noch langsamere Wege erst recht. Ja, wenn die Anzeige nicht rechtzeitig erfolgt, dann ergibt sich sowohl bei offenen als auch verdeckten Mängeln, bei offenen Mängeln aus 377.2, bei verdeckten Mängeln aus 377.3, dass die Ware als genehmigt gilt. Das bedeutet, die Mängel gelten als nicht vorhanden und die Konsequenz ist, dass sämtliche Rechte wegen dieser Mängel ausgeschlossen sind. Das heißt, in diesem Sinne haben wir bei 377 eine Präklusions-, eine Ausschlusswirkung. Und die bezieht sich in erster Linie auf die Gewährleistungsrechte aus 437 BGB. Ja, 437 BGB gilt auch für Kaufleute. Der listet auch, welche Rechte der Käufer bei Mangelhaftigkeit der Kaufsache hat. In erster Linie ein Nacherfüllungsanspruch nach Besserung, nach Lieferung, ein Rücktrittsminderungsrecht oder aber Schadens- bzw. Aufwendungsersatz. Das sind die Rechte, die dem Käufer normalerweise bei Mangelhaftigkeit der Kaufsache zustehen. Und all diese Rechte sind ausgeschlossen, wenn ein Mangel nicht rechtzeitig gerügt wird. Wenn mehrere Mängel vorhanden sind, müssen alle Mängel rechtzeitig gerügt werden. Wenn das bei Einzelnen nicht der Fall ist, dann sind eben nur die Rechte wegen dieser Mängel ausgeschlossen. Die rechtzeitig gerügten Mängel, da können die Rechte dagegen geltend gemacht werden. Die Präklusionswirkung erstreckt sich auch auf Rechte, die neben den Kaufgewährleistungsrechten bestehen, aber ebenfalls an einen Mangel anknüpfen. Etwas, das anerkannt für das Anfechtungsrecht des 119 Absatz 2 BGB wegen Eigenschaftsirrtums. Das wird üblicherweise ja durch die Gewährleistungsrechte verdrängt. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, 437 ist ausgeschlossen. Damit ist der Weg frei wieder für 119.2, der ja normalerweise durch 437 verdrängt wird. Das ist aber eben nicht der Fall, sondern auch 119.2 BGB ist ausgeschlossen. Man kann also nicht auf die durch 437 verdrängten Mängel Rechte zurückgreifen. Entsprechend, es würde auch für Culpa in Contrahendo gelten, soweit die Culpa in Contrahendo an einen Mangel anknüpft, zum Beispiel an die
nicht den unterbliebenen Hinweis auf einen Mangel. Das kann auch im Grundsatz CEC auslösen. Das wird aber normalerweise durch 437 verdrängt und lebt auch nicht dadurch wieder auf, dass die Rechte aus 437 durch den 377 HGB ausgeschlossen sind. Die Präklusionswirkung bezieht sich dagegen nicht, jedenfalls nach herrschender Meinung, nicht auf konkurrierende deliktische Ansprüche. Da haben wir nämlich einen eigenen Haftungstatbestand, losgelöst von dem Vorliegen eines Mangels. Da geht es ja gerade nicht um das Äquivalenz, sondern um das Integritätsinteresse. Das betrifft also insbesondere den 823.1 BGB, wo beispielsweise durch den Mangel andere Rechte oder Rechtsgüter des Käufers beeinträchtigt worden sind. Dann können die Rechte aus 823.1 BGB geltend gemacht werden, auch wenn die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nicht eingehalten worden ist. Gegebenenfalls würde das auch gelten für Rechte nach dem Produkthaftungsgesetz. Das heißt also, die deliktische Schadenersatzhaftung, die bleibt durch die Verletzung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nicht, wird nicht berührt. Ja, auch erfasst werden, wie schon gesagt, die dem Sachmangel im engeren Sinne gleichgestellten Tatbestände der Adiotlieferung, jetzt § 434 Absatz 5 BGB und auch der zu wenig Lieferung, dass dieser im Sachmangel gleichsteht, das ergibt sich aus dem 434 Absatz 2 Satz 2, wo etwas komisch drinsteht, zur Beschaffenheit gehört auch die Menge. Ja, gut, das hat man jetzt eben im Anschluss an diese Warenkaufrichtlinie so geändert. Früher stand da explizit zu wenig Lieferung drin. Aber daraus ergibt sich eben, dass auch die zu wenig Lieferung einen Sachmangel begründet und das fällt ebenfalls unter den 377 BGB. Das bedeutet, wenn der Käufer ein Adiot geliefert bekommt, das weniger wert ist, dann muss er gleichwohl den vollen Kaufpreis zahlen. Und bei der zu wenig Lieferung, wenn er eine zu geringe Menge bekommt, muss er gleichwohl die volle Menge bezahlen. Das wäre also in diesen Fällen die Rechtsfolge des 377 HGB. Ja, bei Rechtsmängeln, wie gesagt, umstritten. Nach überwiegender Auffassung keine Anwendung auf Rechtsmängel. Ich meine, auch auf Rechtsmängel ist der 377 anzuwenden. Ja, dann als weiteres Recht bei einem beiderseitigen Handelskauf noch der 379 HGB, der den sogenannten Distanzkauf regelt. 379 HGB sagt, ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft? So ist der Käufer, wenn er die ihm von einem anderen Ort übersendete Ware beanstandet, verpflichtet, für ihre einstweilige Aufbewahrung zu sorgen. Er kann die Ware, wenn sie dem Verderb ausgesetzt und Gefahr im Verzug ist, unter Beobachtung der Vorschriften des 373 verkaufen müssen. Also wir haben da zunächst einmal eine Aufbewahrungspflicht des Käufers im Falle wiederum eines beiderseitigen Handelskaufs. Und dieses Aufbewahrungsrecht besteht dann, wenn der Käufer die Ware beanstandet, das heißt, wenn er geltend macht, dass ein Mangel der Ware vorliegt. Ja? Und da ist der Mangelbegriff genauso zu verstehen wie bei 377 HGB. Das heißt also, diese Beanstandung muss berechtigt sein, es muss also ein Mangel der Sache bestehen. Dann ist der Käufer verpflichtet, die Ware aufzubewahren. Er muss für ihre einstweilige Aufbewahrung sorgen. Das ist also etwas, was im Interesse des Verkäufers angeordnet wird, damit der Verkäufer die Ware eben abholen kann und sie bis dahin vor Beschädigung geschützt wird. Das ist eine Rechtspflicht des Käufers und bei deren Verletzung, wenn er also diese ordnungsgemäße Aufbewahrung unterlässt, dann haftet er dem Verkäufer auf Schadensersatz. Bei verderblicher Ware, Obst, Gemüse und so weiter und darüber hinaus muss Gefahr im Verzug bestehen. Das heißt also, es muss zu erwarten sein, dass der Verkäufer die Ware nicht rechtzeitig vor dem Verderb selbst abholen kann. In diesem Fall besteht dieses Notverkaufsrecht nach 373 HGB. Dann kann also diese Ware versteigert werden und der Erlös muss dann herausgegeben werden. Aber gegen den Herausgabeanspruch kann dann wiederum mit Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Diese Vorschrift dient dem Schutz des Interesses des Verkäufers am Erhalt der Ware. Das ist also der Schutzzweck dieser Vorschrift. Das will ich der Vollständigkeit halber erwähnen. 379 ist aber auch nicht so praxis- und klausurrelevant, sehr praxis- und klausurrelevant, aber wie gesagt, der 377 und den wollen wir uns deswegen noch einmal anhand des folgenden Falles etwas genauer anschauen.
Der Geschäftsmann Klaus Klever, K., betreibt eine Supermarktkette in Norddeutschland. Bei der Gunter Ganz GmbH, G., die einen Lebensmittelgroßhandel betreibt, bestellt K. per Telefax 2000 Kilogramm Äpfel zum Preis von 50 Cent pro Kilo. Es wird vereinbart, dass G. die Äpfel Ende der Woche zum Lager des K. in Hamburg liefern soll. Hiervon setzt K. anschließend telefonisch den für das dortige Lager zuständigen Lagerverwalter Leo Löwe, L., in Kenntnis. Die Äpfel werden von G. drei Tage später in aufeinander gestapelten Kartons in das Lager des K. in Hamburg geliefert. Da L. sehr in Eile ist, wirft er nur einen flüchtigen Blick auf die obersten Kartons. Die da befindlichen Äpfel sehen nach seinem Dafürhalten in Ordnung aus. Als die Kartons mit den Äpfeln nach dem Wochenende auf die einzelnen Supermärkte in Hamburg verteilt werden sollen, muss L. jedoch feststellen, dass die Äpfel in den unteren Kartons völlig verfault und unverkäuflich sind, was auf eine unsachgemäße Lagerung bei G., bei dem Verkäufer, zurückzuführen ist. Hiervon setzt L. sogleich den K. in Kenntnis. Am Ende derselben Woche erhält K. die Rechnung der G. über 1.000 Euro. Sofort ruft K. bei G. an und verweigert die Zahlung mit dem zutreffenden Hinweis, die Äpfel seien infolge Fäulnis unverkäuflich und daher wertlos. Er werde erst zahlen, wenn G. neue einwandfreie Äpfel geliefert habe. Wie ist die Rechtslage? Ja, hier wird geltend gemacht ein Anspruch auf Lieferung neuer mangelfreier Äpfel. Das heißt also, es wird ein Nacherfüllungsanspruch in der Form des Nachlieferungsanspruchs geltend gemacht. Ja, die 433 folgende inklusive 437 gelten auch für Kaufleute. Das heißt auch, ein Kaufmann kann bei einem beiderseitigen Handelskauf den Nacherfüllungsanspruch hier in Form des Nachlieferungsanspruchs geltend machen. Das setzt voraus, es muss ein wirksamer Kaufvertrag bestehen, das ist unzweifelhaft hier der Fall. Dann muss ein Mangel der Kaufsache gegeben sein und hier haben wir einen recht eindeutigen Fall. Hier ist der Sachmangeltatbestand, jedenfalls ist 434 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 erfüllt, denn es fehlt die vertraglich vorausgesetzte Verwendbarkeit zum Weiterverkauf, also eine subjektive Anforderung ist nicht erfüllt. Man kann auch abstellen auf die übliche Beschaffenheit, dann wäre das ein Fall des 434 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 müsste das sein. Also in jedem Fall haben wir hier einen Mangeltatbestand erfüllt und diese Abweichung lag, das gibt der Sachverhalt vor, schon bei Gefahrübergang, bei der Besitzverschaffung oder beim Versendungskauf wäre das die Übergabe an die Transportperson vor, denn diese Mängel, das heißt die Fäulnis der Äpfel, das ist auf eine unzureichende Lagerung beim Verkäufer zurückzuführen und dementsprechend war dieser Mangel schon bei Gefahrübergang vorhanden. Das heißt, wir haben einen Mangel der Kaufsache, damit würde eigentlich der Nacherfüllungsanspruch bestehen. Weitere Voraussetzungen haben wir nicht, insbesondere kein Verschuldenserfordernis. Aber jetzt an dieser Stelle ist zu prüfen der Ausschluss der Gewährleistungsrechte nach 377 Absatz 2 AGB. Ja, das würden Sie also an dieser Stelle bringen. Sie steigen also ein mit der Prüfung des betreffenden Gewährleistungsrechts. Das kann mal der Nacherfüllungsanspruch sein, das kann ein Rücktrittsrecht sein, das kann aber auch ein Schadenersatzanspruch sein. Und dann, nachdem Sie festgestellt haben, an sich besteht dieses Recht, dann prüfen Sie den 377 als Ausschlussgrund. Ja, also es könnte hier der Nacherfüllungsanspruch, der Nachlieferungsanspruch ausgeschlossen sein wegen Nichteinhaltung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit, der kaufmännischen Untersuchungs- und Rügeobliegenheit. Jetzt prüfen Sie eben, ob die einzelnen Voraussetzungen dieses Ausschlusses vorliegen. Das heißt also, wir brauchen einen beiderseitigen Handelskauf. Beide Parteien müssen also Kaufleute sein. Bei beiden Parteien muss der Kaufvertrag zu Ihrem Unternehmen gehören. Hier in unserem Fall also zunächst mal Kaufvertrag über Waren. Das ist also der Anwendungsbereich generell der 373 folgende, Kaufverträge über Waren und gleichgestellt Werklieferungsverträge 381.2. Hier haben wir einen Kaufvertrag über Äpfel, das sind bewegliche Sachen, das ist also unproblematisch. Ja, für beide Teile ein Handelsgeschäft. Hier in unserem Fall haben wir auf der einen Seite die G GmbH, die ist Formkaufmann nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz und auf der Seite des K, da können wir davon ausgehen, er ist Einzelhändler. Das heißt, er betreibt ein Gewerbe, keine Anhaltspunkte für ein Kleingewerbe. Das heißt, auch der K ist Kaufmann. Ja, es muss zur Ablieferung bei K gekommen sein, auch das unproblematisch erfüllt. Die Äpfel sind aus der Verfügungsgewalt der G entlassen und in die des K überführt worden, sodass dieser bzw. er durch seine Angestellten
die Möglichkeit der Untersuchung hat. Wir haben des Weiteren, wie wir schon gesehen haben, einen Mangel der Ware, hier einen Sachmangel. Da ist ja völlig unstreitig, dass 377 anwendbar ist. Beim Rechtsmangel müssten Sie dann den entsprechenden Streit hier bringen. Und jetzt eben die zentrale Frage, ist die Rügeobliegenheit verletzt worden? Wie gesagt, der Ausschluss knüpft unmittelbar nur an die Verletzung der Rügeobliegenheit, nicht an die Verletzung der Untersuchungsobliegenheit an. Aber in aller Regel ist die ordnungsgemäße Untersuchung Voraussetzung für die Einhaltung der Rügeobliegenheit. Ja, hier in unserem Fall sind die Äpfel ja in das Lager des K geliefert worden. Dort war sein Lagermitarbeiter L tätig, der aber nur einen oberflächlichen Blick über die Äpfel geworfen hat. Und dementsprechend ist ihm nicht aufgefallen, dass die Äpfel in den unteren Kartons verfault waren. Das hat er also übersehen. Hier müssen wir den Sorgfaltsmaßstab eines ordentlichen Kaufmanns anwenden, 347 Absatz 1 HGB. Und wenn wir diesen Maßstab anwenden, was würden Sie sagen? Haben wir hier eine ordnungsgemäße Untersuchung? Ja, also tatsächlich sind ja die Mängel nicht erkannt worden, aber hätte man sie erkennen können bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung? Ja, diese Frage muss man mit, ja? Ja, ganz genau. Also das hätte da zumindest dazugehört, dass man auch mal in die unteren Kartons hineinschaut. Das hätte ein sorgfältiger Kaufmann machen müssen. Das ist unterblieben. Dementsprechend haben wir auf Seiten des L zunächst mal eine Verletzung der Untersuchungsobliegenheit. Das muss sich nach 278 der K zurechnen lassen. Und dadurch ist es dann eben auch zu einer Nichterfüllung der rechtzeitigen Rüge gekommen. Nichterfüllung also der Rügeobliegenheit. Das heißt also, diese Voraussetzung hier erfüllt. Damit also der Nacherfüllungsanspruch ausgeschlossen. Für Arglist ist hier in unserem Fall nichts ersichtlich und dementsprechend ist dieser Nacherfüllungsanspruch ausgeschlossen. Bis hierhin für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche zum letzten Mal wieder. Wir werden da auch den Stoff der Vorlesung abschließen, restlichen Handelskauf und dann noch ein paar Worte zu den zu Kommission und Transportgeschäften, vor allen Dingen aber zu sachenrechtlichen Sonderregelungen. Das werden wir in der nächsten Woche dann noch zu Ende bringen. Ihnen bis dahin alles Gute und wer möchte, kann jetzt natürlich noch zur Vorstellung des Schwerpunkts hierbleiben.